Hi und herzlich willkommen bei Expondo Gastro Experts. Heute sprechen wir generell, wie man ein Lokal von Grund auf aufbaut. Mein Name ist Michał Rowski, schaut rein. Okay, wie immer wollte ich mal kurz am Anfang erwähnen, das Programm wird live ausgestrahlt, also stellt bitte Fragen auf unseren Live-Chat, teilt uns Ihre Meinung mit. Je mehr da reinkommt, desto besser besprechen wir das Thema. Und das Thema heute, wie gesagt, ein Lokal bauen wir auf. Und ich habe einen Gast im Studio, das ist der Inhaber und Chefkoch von der Fischfabrik in Berlin. Hallo Manuel. Hallo, wie geht's? Emanuel Baran aus Berlin. Ich habe die Fischfabrik eröffnet im Jahr 2010. Ja, und jetzt bin ich hier bei Michael. Fantastisch. Okay, also Fischgerichte, Meeresfrüchte. Wie bist du drauf gekommen? Ganz normal habe ich irgendwann mit der Kochausbildung angefangen. Die ganz normal alltäglichen Sachen gekocht, also alles von Fleisch, Gemüse, Fisch. Mhm. So, und irgendwann hat sich das raus spezialisiert, dass mir Fisch mehr liegt. Das hat mir mein Chef damals schon gesagt, meine Chefin, dass mir das sehr liegt, wenn ich das zubereite. Dann bin ich durch ihn noch in die japanische Schiene gekommen und dann geht man natürlich von Meeresfrüchten und Fisch. Also, ja. Mit allem benutzt man da. Ne? Und verstehe. Und das bringt mich zu der nächsten Frage, also zu den Gerichten. Denn ich habe ja auch in einem skandinavischen Restaurant gearbeitet und ich habe so mitbekommen, dass es ein bisschen kontrovers ist, ein bisschen riskant mit Fischgerichten. Wie bist du mit den Fisch, also Meeresfrüchten und Fischgerichten, wie bist du auf die Gerichte gekommen, auf das Menü? Naja, also im Laufe der Jahre, dann bin ich auch schon ein bisschen älter, man sammelt ja Erfahrung, man kocht da, man reist ein bisschen um die Welt. Und dann sucht man sich alles so ein bisschen zusammen. Und bei Fisch ist das sehr einfach und bei Meeresfrüchten, da das Meer ja einen Haufen solcher leckeren Sachen bietet. Mhm. Und das versucht man dann natürlich zu kombinieren, zu fusionieren und irgendwann fummelt man sich das zusammen. Also man kann in Deutschland anfangen damit, da gibt es deutsche Nationalgerichte, so wie Matjes oder Brathering oder Backfisch. Und das geht dann eben hin übers Mittelmeer, zu Dorade, Wolfsbarsch, Seeigel, sowas. Naja, und wenn man dann nach Asien kommt, dann findet man natürlich noch mehr Sachen. Ne? Ja, freilich. Aber Probleme mit Lieferanten, also mit den Produkten, denn ich hatte immer welche. Also besonders bei Fisch und Meeresfrüchten. Ja, das hat sich mittlerweile ein bisschen gebessert. Ich mache das, also japanische Küche oder asiatische Küche, schon so ein bisschen über 25 Jahre. Da war das noch ein bisschen anstrengender, mit bestimmten Lieferzeiten, nur ein paar Tagen in der Woche. Aber mittlerweile kommt das mit dem Flugzeug in Frankfurt an und das geht ratzfatz. Also man kriegt schon, die Auswahl ist schon groß geworden. Okay, es ist besser geworden. Ja, viel, viel besser. Dann ist es auch gut. Aber das bringt mich aber zu der nächsten Frage, und zwar zu den Geräten. Denn Fisch und Meeresfrüchte brauchen spezifische Geräte. Wie hast du festgestellt, welche Geräte du brauchst, also wegen der Ausrüstung? Naja, na klar. Also als erstes überlegt man sich ja erstmal, welche Gerichte macht man. Also bei einem Backfisch brauche ich auf jeden Fall eine Fritteuse. Ja, wenn ich Fish and Chips mache aus England, brauche ich natürlich auch eine Fritteuse. So, wenn ich mediterrane Sachen mache, dann muss ich überlegen, so, okay, ich brauche auf jeden Fall eine Kühlmöglichkeit für den frischen Fisch. Das darf aber nicht so weit weg sein vielleicht, damit die Arbeitswege ein bisschen kurz sind, zu einem Grill, wo ich das ganze, die ganzen Lebensmittel dann grille, bis hin zu einer Kochplatte, wo man dann irgendwelche Soßen macht oder so Garnelen mit Piri-Piri, also sprich irgendwelche Sachen in der Pfanne zubereitet. Also das kommt dann eins zum anderen. Das muss man sich natürlich vorher überlegen und dann besorgt man sich das. Verstehe. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es sich manchmal erweist, dass manche Geräte nicht gebraucht werden oder nutzlos sind. Was machst du mit denen? Genau, also dazu wäre ich dann auch gekommen so. Natürlich, wenn man das erste Mal ein Restaurant eröffnet, so wie ich, dann kauft man natürlich oder besorgt sich jede Menge Geräte, wo man denkt, das ist richtig. Und dann erweist sich natürlich nach ein, zwei Jahren oder so, dass man ein, zwei Geräte vielleicht nicht braucht, ja, die oder überflüssig sind oder man sie nicht so häufig benötigt. Entweder man lagert sie ein, weil man vielleicht im Hinterkopf hat, man hat irgendwann mal eine Veranstaltung, wo man das benutzen kann. Dann hortet man, oder mottet man das ein im Keller oder wenn es ganz schlimm wird, dann, dann verkauft man das eben. Da gibt es ja eBay Portale. Verschiedene Portale, wo man das dann eben los wird. Verstehe. Und dann findet man natürlich, dann weiß man auch, braucht man ein neues dafür, einen Ersatz oder
Verstehe. Ich will mal kurz zu dem Menü gehen, denn wir besprechen das in den nächsten Folgen im Zusammenhang mit Food Trucks. Wann sollte man mit dem Menü beginnen? Also wann muss man sich so schon Gedanken machen über das Menü? Denn die Geräte, die... Das unmittelbar kommt danach, die Geräte. Ja, genau. Ne? Also man sollte schon anfangen, man sollte auf jeden Fall vorher wissen, was man kocht, was man alles zubereitet, und dann kann man natürlich erst anfangen mit den Geräten. Und was man zubereiten möchte oder das ganze Gesamtkonzept, das sollte man vorher schon, bevor man den Laden eröffnet oder den Foodtruck oder was auch immer man sich zusammenbaut, sollte man das vorher schon so eigentlich das Menü fertiggestellt haben. Weil im Nachhinein bringt das nichts. Also meine Idee war immer, ich habe so 3 oder 4 Ideen in meinem Kopf oder viel, viel, viel mehr. Und das hängt alles jetzt dann nachher von der Lokalisation und von dem Raum ab. Wenn ich den Raum sehe, dann weiß ich, was ich vom Geräten her reinstellen kann. Dann kommt das Menü und das wiederum. Ja, aber das ist so ungefähr der Ablauf. Also ja. Man sollte den Laden, man sollte die Lokalität vorher erstmal sich anschauen, was geht da alles rein. Aber ansonsten, in meinem Fall war das so, ich habe halt eben ein bisschen länger gesucht nach der Lokalität. Ich wusste, was ich machen möchte. Und wenn das eben nicht gepasst hat, dann habe ich das eben gelassen mit dem Laden in dem Fall. Verstehe. Und habe dann gesucht und gesucht, bis ich es gefunden habe. Das hat schon ein paar Jahre gedauert, aber man hatte ja ein bisschen Zeit. Verstehe. Ich sehe, dass schon eine Frage reingekommen ist von Kevin. Wie sollte man ein Menü zusammenstellen? Das ist eine ganz interessante Frage. Ja, wie sollte man, also ein bisschen Erfahrung muss man natürlich mitbringen. Man braucht da nicht Newcomer irgendwie starten und sich da irgendwas zusammenreimen, also ein bisschen Ahnung sollte man schon haben. Naja, und dann stellt man eben die bestimmten Komponenten zusammen. Also ich brauche nicht anfangen, irgendwie, keine Ahnung, einen Backfisch mit einer Tomatensauce hinzulegen, sondern das sollte man vorher schon ein bisschen sich darüber Gedanken bzw. informiert haben, wie funktionieren Fish and Chips in England, was gibt es dazu, ein Malzessig, eine Sauce Tartare oder sowas, bis hin zu einem mediterranen Fisch, den kann ich nicht mit Petersilie grillen, sondern dann nimmt man eben Rosmarin oder Thymian. Das sollte man sich vorher schon ein bisschen überlegt haben. Ne? Und da ist noch eine Frage von Kevin gekommen, und das ist eigentlich, was ich auch fragen wollte, denn ich bevorzuge kurze Menüs. Ja. Ganz kurz und bündig, nur ein paar Sachen, um sich auf die Qualität zu konzentrieren. Und Kevin fragt, viele Gerichte oder eher weniger? Was hältst du davon? Für eine feste Karte, also da bin ich genau deiner Meinung. Also eine Karte muss man nicht riesengroß haben, sondern vielleicht eine kleine Karte, also mit wenigen Gerichten, als Hilfe für die Gäste. Ansonsten, wie gesagt, ich habe eine Fischvitrine, eine Salatvitrine, da ist alles ausgelegt. Und ich finde, der Gast sollte sich das alles schon schön alleine zusammenstellen. So denke ich, glaube ich. Denkst also, du auch? Ich war ja in deinem Restaurant. Was ich wirklich gut fand, ist die Vitrine. Also besonders bei Fisch. Man sieht ja immer im Fischmarkt alles Fisch rausgelegt auf dem Eis. Kann man sich ja aussuchen, was man möchte. Sieht appetitlich aus. Und ja, dann, man sieht, wie es vorher ausgesehen hat. Das ist ja auch gut so. Okay, Kevin nochmal. Wie wählt man am besten die Lokalität? Erstmal eher klein anfangen oder sofort richtig los? Ja, also das kommt darauf an. Also ich wollte es von Grund auf nicht richtig groß, das sollte, glaube ich, jeder selber entscheiden. Richtig groß oder richtig klein, das ist eigentlich egal. Das, was man da macht, das sollte mit Herz sein, das sollte vernünftig sein, sauber, korrekt und ehrlich dem Gast gegenüber. Also Qualität auf jeden Fall. Definitiv. Dann ist die Größe spielt eigentlich, glaube ich, keine Rolle. Also die Größe der Operation spielt eigentlich eine Rolle, denn je größer das Geschäft ist, desto mehr muss man arbeiten und desto mehr muss man vorbereiten, desto mehr Besatzung. Personal, das bringt mich zu der nächsten Frage. Wie könntest du einschätzen, wie viel Personal du benötigst, so ganz am Anfang? Also ganz am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ich habe ja alleine gestartet mit... musste mir dann natürlich eine Kollegin holen, weil ganz alleine funktioniert das nicht. Und dadurch, dass das so steil nach oben ging, so mit den Umsätzen und mit den Gästen, musste ich natürlich ein bisschen überlegen, wie viel Personal brauche ich. Und das musste ich halt Step by Step auch erst lernen, ganz normal. Aber irgendwann habe ich für mich festgestellt, ich brauche in der Frühschicht brauche ich so und so viel Personal. In der Spätschicht brauche ich natürlich einen mehr, weil abends ist immer ein bisschen mehr los, wo man sich aber auch täuschen kann. Also es geht bei uns auch genauso mittags ab wie abends. Das ist so gut. Also das muss man für sich selber rausfinden und lernen. Und natürlich muss man auch gucken, wie groß ist der Laden. Man kann nicht in einem kleinen Laden wie bei uns 10 Leute reinstellen in einer Schicht. Dann tritt man sich auf die Füße, das geht natürlich auch nicht. Verstehe. Da muss man den Mittelweg finden. So, ne? Okay, Frage von Kevin nochmal. Zur Frage bevor, vielleicht auch ein tägliches Spezialmenü, was sich jeden Tag ändert. Macht ihr das?
Wir haben natürlich, also worauf ich auch ein bisschen Wert lege, ist, wir haben so Tafeln oder beziehungsweise einen Aufsteller draußen, wo wir halt täglich beziehungsweise alle 2 Tage, da die Leute ja nicht jeden Tag die gleichen kommen, wir wechseln dann meistens 2 Tage, die Tagesgerichte. Da verlange ich dann von den Köchen schon, dass sie sich ein bisschen überlegen, was sie gerne auf die Karte setzen also möchten. Ich gehe dann morgens dafür einkaufen. Okay. Genau, also ich verlange das ein bisschen, ob es funktioniert, ist mal die andere Sache. Wenn nicht, dann bin ich ja da. Ja, verstehe das. So, genau. Und dann wird halt morgens dafür eingekauft. Ich gehe 6 Tage die Woche morgens einkaufen, weil für mich zählt halt Frische und Qualität und ich habe auch nicht die Lagerhalle, dass ich alles lagern kann. Ja, verstehe. Und dann gehe ich, ja, es war ein bisschen anstrengend, aber so kann ich jeden Tag gucken, was ist gut, was ist frisch und nie ist was alt im Laden, von daher. Ja, da gibt es eine Technik und ich habe das auch in meinem Restaurant gemacht. Und ja, zwar, du kennst das. Ja, genau, kleinen Kühlschrank, damit ich nicht ganz durch Zufall zu viel Übersicht verlieren. Ja, ne? Genau. Ja. Damit ich nicht so viel habe, aber trotzdem ist es zwar stressig von der anderen Seite, jeden Tag, jeden Morgen Einkäufe zu machen und man weiß ja, also ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, in Polen, aber man weiß ja nie, was man bekommen kann. Nee. Aber die Kalkulation ist dafür gut. Man kann gut kalkulieren, da nichts schlecht wird, man schmeißt nichts weg. Man ja, kann das alles ein bisschen gut verarbeiten, genau. Also nichts wird alt. Ja, genau. Die Kalkulation ist schon ganz gut und das rechnet sich natürlich am Ende. Ja. Okay. Weitere Frage. Und wenn man klein anfängt und das Geschäft gut läuft, sollte man das Lokal auf ein größeres wechseln, damit man Platz hat für mehr Kunden? Meine Philosophie ist das nicht, weil ich habe gemerkt, wie gesagt, also es ist schwierig, Personal zu finden, gutes Personal, was wir Köche ja brauchen, das weißt du selber, es ist schwierig zu finden und also du warst bei mir im Laden, das ist nicht der größte, ich habe nur so und so viele Sitzplätze, aber auch das kann schon Arbeit sein wie in einem großen Laden, warum sollte ich mich vergrößern? Ja, genau. Ich hatte schon mal die Idee, in Angriff zu nehmen, ein zweites Geschäft so. Aber man muss, wie gesagt, gucken, ob man die Kontrolle dabei behält, dass die Qualität nicht drunter leidet. Also alles hängt von der Besatzung ab. Also am Ende natürlich. Alleine kann man sich schwer zerteilen, natürlich. Ja, genau. Okay, weitere Frage. Also sollte man ein Lokal wechseln, nicht riskieren? Also ich würde es nicht machen. Ich auch nicht. Ich habe es ein paar Mal mitgemacht, also ich war in einem Restaurant, das erfolgreich war und wir waren die Opfer des Erfolgs. Wir wollten mehr, wir wollten größer, wir sind in ein anderes Lokal gezogen und da hat sich herausgestellt, dass man für ein anderes Lokal also total andere Regeln hat. Man braucht mehr Besatzung, mehr Angestellte, weil irgendwie das Lokal das bedarf und auch die Kunden, also manchmal sagt man das. Die wechseln ja auch. Ja, genau. Also wir hatten feste Kunden bevor und es hat sich herausgestellt, dass in einer anderen Lokalität auf einmal die gleichen Kunden nicht kommen. Also wir mussten sehr wenig, ist reduziert. Genau. Wie kann man die Kunden informieren, wenn das Lokal umgezogen ist? Also Social Media, oder? Das sowieso, aber wie du schon sagst, das funktioniert nicht unbedingt, weil kommt drauf an, also wenn die Stadt groß ist, dann ist es ein anderer Stadtteil wie Berlin, das ist nun mal groß. Und ich habe lange in anderen Restaurants gearbeitet, in vielen Restaurants und ich hatte viele, viele Stammgäste da und da und da. Und eine ganz geringe Prozentzahl dieser Stammgäste, die verfolgen dich einfach nur. Natürlich kommen hin und wieder mal welche, aber nicht in der Regelmäßigkeit. Ja, also es reduziert sich schon, aber das weißt du. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Also was ich dir, Kevin, empfehlen könnte, was bei mir eigentlich letztendlich funktioniert hat, also persönlicher Kontakt mit Kunden und den Kunden persönlich zu informieren, also definitiv von Gesicht zu Gesicht, ans Gesicht. Und dann kann es auch funktionieren, dass der Kunde natürlich, aber nicht mehr in der Menge wie vorher. Ja, genau. In seinem Teil, ne, der Stadt, das ist ganz normal. Gibt es was, was man vermeiden sollte, wenn man ein Lokal aufbaut? Vieles, würde ich sagen, oder? Ja, vieles. Ja, wo fängt man da an? Was sollte man vermeiden? Also bei der Ausstattung würde ich anfangen, also das Aussehen. Ja, also Ausstattung keine Frage. Man sollte da nicht anfangen zu sparen mit irgendwelchen billigen Geräten, also anständige Geräte, so wie man das ja hier sieht. So. Einige davon habe ich auch. Das funktioniert hervorragend, also da sollte man auf keinen Fall sparen. Ne? Und auf jeden Fall ganz wichtig, Sauberkeit immer halten, die Regeln einhalten, dass das Personal sich auch da an die Regeln hält.
ja, nie irgendwie anfangen, ja, genau, also Schließzeiten zu ändern. Ja, genau. Also viele Sachen ändern, was die Gäste verwirrt. Das ist einfach. Das muss man auf jeden Fall vermeiden. Also, und was ich noch empfehlen würde, und ich glaube, du kannst mich dabei unterstützen, also mit den Geräten. Man muss immer Erfolg annehmen. Das ist nämlich schon mehrmals passiert. Also wir haben angenommen, dass wir so und so viele Gäste im Tag bearbeiten. Es hat sich aber herausgestellt, dass wir die Opfer unser eigenes Erfolgs waren. Und ja, wir hatten eine Schlange, da haben die Kunden gewartet und die Effizienz war nicht da. Also auf jeden Fall, wenn man die Wahl hat zwischen einem kleineren Gerät, aber den Platz für ein größeres Gerät hat, ein stärkeres Gerät, müsste man eigentlich... Nee, man sollte das schon machen. Genau, da für das größere Gerät gehen. Das sehe ich genau wie du, ja. Gibt es Geräte, von Kevin noch eine Frage, gibt es Geräte, die man oft wechseln sollte? Geräte. Ach, Geräte. Ich habe verstanden, Gerichte. Geräte, naja, wenn sie defekt sind, muss man sie wechseln, ganz normal. Ja, und wie du schon sagst, so, wenn man feststellt, man hat ein bisschen Platz, wie ich vorhin gerade überlegt habe, so der Platz ist da, vielleicht den Grill etwas größer zu machen, natürlich ist es effektiv. Weil der Erfolg ist auch bei mir. Ich zerbreche förmlich und wenn der Grill einen Hauch größer sein kann, na, dann sollte man die Geräte schon wechseln. Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Wenn die Sicherheit auch nicht mehr hinhaut bei den Geräten, genau das Gleiche. Genau. Man muss ja dafür sorgen, dass die Sicherheit Also ich bin der Meinung, also das Restaurant, egal ob es ein Foodtruck ist, ein Café, ein Bistro, Imbiss, was auch immer, ist ein lebendiges Organismus und es entwickelt sich auch. Und in meiner Küche habe ich immer ab und zu mal Tests gemacht, wie effizient das Restaurant ist, wie die Leistung aussieht. Und auch immer ich einen Zentimeter gesehen habe, einen Platz, dann habe ich das Platz irgendwie bearbeitet. Benutzt. Also benutzt, ja, genau. Ein neues Gerät, größeres Gerät, anderes Gerät, andere Marke, was auch immer, damit es besser funktioniert. Natürlich. Und so habe ich jetzt, wie wir schon besprochen haben, einen vollen Keller mit Geräten. Also es kann halt passieren. Also, aber an manchen lässt man nicht gleich los, weil vielleicht braucht man sie ja doch nochmal. Ja, genau. Also, ja? Aber das, was du gerade sagst mit der Größe, bedeutet, dass man ein größeres Lokal nehmen sollte. Nicht ganz. Nee, nicht ganz. Man sollte den Platz effizienter gebrauchen, oder? So sieht's aus. Man muss sich nicht immer vergrößern, um mehr Erfolg zu haben. Und genau. Okay, ich gebe noch mal 10 Sekunden für weitere Fragen. Wenn dann nichts mehr kommt. Ich glaube, wir haben das Thema wirklich besprochen. Ich denke auch. Ausführlich. So kann man starten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, dann wollte ich mal einladen, unsere Archivmaterialien durchzuschauen. Die sind auf der Website zu finden. Wir setzen mit weiteren Folgen nächste Woche fort. Falls euch was noch einfällt, könnt ihr uns anschreiben auf die untere E-Mail-Adresse. Das kommt in meine Mailbox rein und ich werde die Mails individuell bearbeiten. Wenn es mehrere zu einem Thema sind, werden wir eine weitere Sendung machen. Ich will mich bei meinem Gast Emanuel bedanken. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal.